der Christtag 2015 wird mir lange in Erinnerung bleiben. Zwei meiner Leidenschaften verbunden an einem Tag. Vormittag waren wir am Hanenkamm Skifahren, Top-Bedingungen, die Streif geht so gut wie selten. Und am Nachmittag am Lisi Osel Trail rocken, da ist auch in einem Top-Zustand, sehr griffig, alles trocken, kein Schlamm, genauso wie es ist gehört. Also, wir sind von Innsbruck. Wir haben das gestern auf Facebook gelesen, dass da im Kirchberg in Tirol der Trail nochmal aufmacht am 25.12. Und dann haben wir uns gedacht, wir schauen uns das gleich an. Und wir denken eigentlich beide, dass wir da erinnern, eigentlich, dass das recht lässig ist, auch vom Trail her. Prinzipiell macht es sehr viel Spaß und ist auch für jeden etwas da zum Fahren. Und wir werden es auf alle Fälle weiterempfehlen. Und ist auch mal ganz was anderes, wenn du am 25. Dezember nochmal Radl fahren gehst. Jawohl, ja. Schönes Wetter, Temperatur passt gut, die Trails sind gut hergerichtet. Also, das müsst ihr kommen. Super für die Jugend, finde ich es. Abwechslung einmal drin, nicht nur Skifahren, auch Radlfahren am 25. macht echt eine super Gaudi. Auch für die nächsten Tage werden die Skibike-Bedingungen super sein. Der Geiersberglift transportiert täglich Mountainbiker zum Lisi Osel Trail. Und wer kein Bike hat, bei Sport Rudi und der Bike Academy gibt es Fatbikes, Downhill- und Freeride-Bikes zum Ausleihen.
Der Geisberglift transportiert täglich Mountainbiker zum Lisi-Ossl-Trail und wer kein Bike hat, bei Sport Rudi und der Bike Academy gibt es Fatbikes, Downhill- und Freeride-Bikes zum Ausleihen. Ja, was sagen wir sonst noch dazu? Ja, lässig ist, wir werden sicher wieder kommen noch. Ja, hat der auch gesagt, dass wir noch mal kommen. Es ist einfach bärig um die Jahreszeit für einen Radlfahrer, dass man sagen kann, man kann in Kirchberg fahren. Also bitte, alle nach Kirchberg kommen, mit ins Radl fahren. Das wusste ich ins Taugen. Auf jeden Fall. Kitzbühel und Kirchberg. Willkommen im besten Skigebiet der Welt. Kitzbühel und Kirchberg. Ihr perfekter Winter.